Gold Opener, wir starten mit ein bisschen mehr Gold. Ne? Oder ist Gold Opener gewesen, dass wir ein Gold Argument bekommen? Ah, wir haben 7 Gold zum Start, okay. Starte mit 7 Gold. Vielleicht haben wir Glück und kriegen einen. Maybe haben wir Glück und kriegen ein Gold Argument. So. Ein Gürtel haben wir bekommen. So. Eine Poppy 2, wieso nicht? Aber wir hätten auch auf 10 Gold gehen können, ne? Na egal. Ein Gürtel, eine Poppy. Ein Guardbreaker. Und da denke ich immer, das ist eine Witch. Ich gehe mal auf 10 Gold. Zack. Ah, das ist keine Witch. Sieht immer ähnlich aus. Okay, Bastion Witchcraft haben wir jetzt. Hallo Tweens, sind wunderschön. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten erstmal. Beiden brauchen wir weg. Okay, der zieht. Component Emil, wenn du 5, 6, 7, 8 erreichst. Ein Training Dummy mit 2 Emblemen drauf. Ihr wisst es. Hunting Frenzy wäre auch insane. Ne? Da müssen wir jetzt irgendwie auf Wukong noch gehen. Können wir das noch machen? Maybe. Der hat Hunter schon drinne. Wir haben halt keinen einzigen Hunter gerade, ne? Wir nehmen mal einen Trainer. Und hoffen auf was Gutes. Oh, das ist gut. Scholar. Und ein Vanguard-Emblem. Ein weiteres. Gauntlet ist okay als Item. Aber der Gürtel. Wir haben ein Vanguard-Emblem. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall 2er Vanguard mitnehmen. Maybe mit einem Galio für Portal. Wahrscheinlich. Ja, ich denke, wir nehmen den Galio für Portal mit rein. Und das andere war ein Scholar-Emblem, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können auf 6er Scholar gehen, theoretisch. Ich weiß nur nicht, wie gut Scholar ist insgesamt. Den mit, das müssen wir mal clearen hier. Nehmen wir die Dame einmal raus für eine Runde. Bastion. Also wenn wir Scholar gehen sollten. War dumm hier. Brauchen wir auf jeden Fall noch einen weiteren Scholar, ne? Ah, jetzt haben wir schon mal gute Trades aktiv. Also Portal würden wir vielleicht ein bisschen nehmen. Wir würden auf Arcana gehen, Scholar, Preserver und Portal. Ich meine Portal sowieso. Portal haben wir drinnen durch den Galio auch noch. Wir haben Galio drinne für Portal, wir haben Zoe drinne. Wir haben dich drinne, wir haben dich drinne, wir haben den drinne. Der wäre auch noch Portal und Vanguard. Dann, nee, der ist Bastion, das ist aber okay. Dann können wir den später Lilia rauswerfen dafür. War nicht fein. Können auch schon jetzt rauswerfen. Wir haben den hier. Glaube ich, okay. Wir bleiben einfach mal so, ne? Ich meine, ist alles gut aktiviert. Und da wäre noch ein Portal, ich würde nicht auf Portal gehen. Das Ding ist, ich glaube, 6 Scholar ist wirklich nicht stark. Ne? Wirklich nicht stark. Wie ist die WoW-Mount-Stimmung hier? Boah, ich glaube, ist den meisten egal.
Ich beschäftige mich ja sowieso nicht so viel mit Rita WoW. Oh, der hat auf seinem Ding hier ein Item drauf durch sein Trail. Das ist ganz gut. Ah, das werde ich auf jeden Fall verlieren. Schade. Verkaufen Ari, damit wir ein Gold mehr kriegen. Ah, das tat weh, der Loss. Hey, hallo MK20, ein wunderschön. Ah ne, da brauchen wir eine Bratpfanne für. Der wird weg sein. RIP. Was nehmen wir mit? Nein, den hätte ich so gern gehabt. I don't know, was wir nehmen. Nehmen wir den. Ah, ich will kein Sunfire bauen. Sunfire ist ein bisschen... whatever. Guck mal, der ist nämlich noch Krone und Preserver. Den können wir später damit reinlegen. Auf jeden Fall. Bauen wir einfach einen Sunfire? Was soll's. Wollen wir Silie mit reintun? Mein Preserver ist schon nice, ne? Aber irgendwann haben wir zu viele Units einfach. Und Milio ist eine Fee. Das, was wir auf jeden Fall haben, ist halt eine Menge Mana, ne? Mana und Ability Power eine Menge. Und Abilities healen die Allies. Also hätten wir eigentlich Attack Speed gebraucht, oder? Theoretisch. Ach, guck mal hier. Ein Skola können wir noch rausnehmen. Machen wir das so? Ich glaube, so sind wir stärker. Ich glaube, so sind wir stärker mit Preserver noch mit drin. Ne? Ein Preserver ist ja nochmal ein bisschen Heilung für uns alle. Ne? Und ein bisschen Mana natürlich. Ja. Oh, der hat schon Tarmcatch gefunden. Das kann sein, dass wir die nicht down bekommen, oder? Die Seraphine, obwohl doch Zillion Bombe drauf. Full gestunt. Sehr gut. Ah, guter Zillion Smurf. Hat er geregelt. Mir fehlt ein Gold, ne? Ich tu's. Ich muss sehr viele Units wieder neu kriegen. Ich habe für Gold nicht Unit verkauft. Ja, hallo Leon, einen wunderschönen. Danke, danke dafür. Ja, ich versuche es zumindest. Ich versuche ein bisschen in TFT reinzukommen. Ist halt... Es ist wirklich nicht einfach. Aber es bockt schon. Vor allem ist es ein super entspanntes Game. Du tiltest halt nicht weg, ne? Vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt's noch. Vielleicht kommt der Tilt irgendwann wieder, wer weiß. Da ist der Remover. Sehr gut. Eine Träne ist super. Da ist ein Vanguard, die können wir da beide weg. Brauchen wir beide nicht. Und ein Bogen. Ja, und Static nehmen wir mit. Ist da nicht mein. Static ist eigentlich sehr okay. Wir slammen einfach mal die Items rauf, damit wir höhere Chance haben, unsere Winstreak zu behalten, natürlich. Und dann gehen wir gleich Level 6. Wir brauchen, wie gesagt, eigentlich Rice, Milio wäre gut. Mit Rice hätten wir schon mal... Warte mal, wir haben schon Preserver 4, theoretisch. Aber mit Preserver 4 haben wir keine Frontline mehr, ne?
Und später haben wir ja Shen noch raus für den Tarik. Der kommt auch noch hin. Der ist nur vorübergehend noch drin. Ich hoffe, die Poppy lebt noch ein bisschen. Oh. Geht. Sehr gut. Nice. We did it. Nee, ich spiel solo. Ich spiel solo, Leon. Ich spiel einfach so Rank durch, weißt du? Erstmal das Game kennenlernen und so. Okay. Ist das hier nicht ganz gut? Ich meine, Gold ist immer nice. Schild ist okay. Aber ich denke Spellblades, weil wir haben ja schon viel in der Backline. Ne? Und die kriegen ja eine Menge Ability Power. Gib ihm. We take it. Ich überlege, ob ich direkt nochmal leveln soll. War das dumm wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das nicht so smart. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Rise. Dann haben wir auch Dreier Portal mit drin. Hat mich viel gekostet. Die Poppy werden wir, glaube ich, nicht auf 3 bringen. Die können wir verkaufen mit 20 Gold. Aber ich würde so gerne meine Winstreak behalten, Mister. Deswegen drückt die Däumchen. Das Ding ist, meine Skolas kriegen halt schon richtig viel Ability Power, ne? Also sollten sie mit Spellblades. Oha. Mit Spellblades ziemlich gut abgehen. Eigentlich sollte es gut funktionieren. Oh, warte mal. Hekarim brauchen wir. Hekarim rein. Warte mal, der ist super. Hekarim rein, anstatt. Anstatt Shen. Dann haben wir nicht Arcana mit dazu. Preserver brauchen wir nicht. Frage ist halt, was nehmen wir für einen Arcana, ne? Dreister Champions haben wir nicht, wir können Items, ja. Müssen wir Hekarim nehmen. Hallo Abflug. Wunderschön. Der Topf ist super, ne? Ja. Also der Topf war bisher das, das Fieber, was ich am besten fand. Einfach so ein fliegender Kochtopf. Oder Hexentopf wäre. Okay, eigentlich sehen wir relativ gut aus, ne? Mein Problem ist halt, alle meine Units sind Level 1. PFT ist ganz lustig, ja. Ist ein bisschen wie Backpack, aber halt aktiver, ne? Also viel aktiver. Ne, Ashes of Creation werde ich nicht dabei. Erstmal nicht. Oh, oh, der Olaf ist insane, Leute. Holy. Der Olaf hat mich so zerstört. Der hat mich gut weggemacht. Ja. Ich muss halt dringend meine Units mal leveln. Ich bin hardcore underleveled. Ich habe nicht eine, doch eine Zweier-Unit habe ich. Ah, das kriegen wir schon. Ja, ich habe jetzt halt sehr viel Gold in XP gesteckt, ne? Überlegen. Dem Tarik, glaube ich. Dann haben wir Bastion im Endeffekt. Ich überlege, was ich rausnehme. Wir können so machen. Oder wir können so machen. Ich glaube, wir bleiben so, oder? Arcana hat sowieso nicht so einen dicken Bonus bei mir gerade. Ich glaube, wir bleiben erstmal so. Ja, was ich hier gebaut habe, ist halt ein Meme gerade. Wir brauchen dringend... Ich muss erstmal wieder Gold sammeln. Ich habe jetzt viel gelevelt. Ich hatte gehofft mit dem Leveln... Guck mal, der hat 50 Gold auch gelevelt. Komme ich dann irgendwie in eine Windstreak rein, aber es hat nicht gereicht. Level 7. Es hat nicht gereicht, Leute.
Sehr schön. Okay, wir sind aber stark. Zumindest jetzt gerade. Chrono-Mage. Würde ich am liebsten auch noch mit reinnehmen, ne? Ich würde so gerne noch einen Chrono mitspielen. So gerne. Ich meine, Tahm-Kench wäre ziemlich nice. Der würde mir noch mehr Trades geben, ne? Meine Silien, den behalten wir auf jeden Fall. Ja, ich werde erstmal suchen, weiter Gold zu kriegen. Wir geben mal nichts aus. Und er geht auf Portal 8. Ein Portal-Emblem hat er und... Oh, Tahm-Kench. Ja, hallo Mr. Nurgle, ein wunderschöner. Und dann brauchen wir die Wölfe gleich. Ich hoffe, wir brauchen gute Items. Also Backline-Items sind auch noch ein bisschen RIP. Gerade habe ich die Items halt auf Bart drauf, aber das ist, glaube ich, erstmal okay. Also noch Lebpoppen. Sechs Cola gehen kann ich gerne machen, wenn ich Milio finde, ja. Das ist mein Plan. Aber ohne Milio kann ich ja nicht sechs Cola gehen. Ne? Da fehlt mir noch eine Unit. Oder sehe ich es falsch? Genau wie Rice brauche ich auch noch. Du kannst halt immer nur die Units spielen, die du hast. Ne? Ah, das ist auf jeden Fall Long-Term der Plan. Deswegen habe ich hier auch schon sechs Cola vorbereitet. Okay, goldmäßig sind wir jetzt wieder sehr gut aufgestellt. Oh. Zweites Gauntlet wäre drinne. Chillen wir noch eine Runde? Ein Ginsus wäre noch hier. Ich überlege gerade einen Ginsus für Rice. Wir kriegen ja sowieso noch einen Remover, ne? Ja, hallo Graubart. Einen wunderschönen. Wir bekommen ja noch einen Remover. Hat er schon 8 Portal erwischt? Ne. 6er Portal. Ah, der hat schon Rice gefunden. Cool. Den Lümmel brauchen wir nicht. Wildrift gar nicht mehr, Andy. Wildrift ist dead für mich. Nie mehr. Bevor ich Wildrift spiele, würde ich wieder League PC spielen. Ich würde am liebsten Call to Chaos nehmen, ne? Pandora's Item. Wir nehmen es. Gib mir. Call to Chaos. Da kommt irgendein Mist raus meistens. Dreimal Hulk-Crusher. Mist. Dreimal Hulk-Crusher, Leute. Na toll. Na gut. Oh no. Ich habe mich verklickt. Immer ein bisschen Frontline, ne? Immerhin ein bisschen Frontline. Ich habe leider da verklickt. Das war dumm. Ja, obwohl, wenn der Tarek Level 2 ist, sollte der damit schon gut reintanken können. Und wenn wir dann Skola 6 haben und der noch geheilt wird, durch meine Backline, wird auch ziemlich gut. Aber wir sind Level 8, also wir haben eine hohe Chance jetzt auf die epischen Units, ne?
Zoe war ein bisschen Meme da hinten. Also ein Gallio fehlt noch. Rakan wird ausgetauscht für Rice später. Hallo Lyrics. Ne, Waldwitz werde ich nie mehr spielen. Nee. Never ever. Ist auf jeden Fall nicht geplant. Bevor ich Waldwitz spiele, spiele ich PC wahrscheinlich. Okay, das gewinnen wir. Nice, sehr schön. Wait, gewinnen wir das? Ja. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. Ich habe nicht mal mein Handy, was Waldwitz spielen könnte, tatsächlich. Aber ich will ja niemals nie sagen, ne? Wer weiß. Wer weiß, was noch passiert. Der wird auch sowas von weggenommen, der Milieu. Der ist gone. Dann nehmen wir... Ne, ich hatte damals ja schon... Also ich habe ja zwei Handys. Ich habe ein iPhone 6. Plus und ich habe ein iPhone 8. Und das iPhone 8, was ich zum Gaming hatte, das kommt irgendwie nicht mehr hinterher. Und das iPhone 6 ist ja mein Privathandy gewesen. Das kommt auch nicht hinterher, logischerweise. Ich meine, Last Whisper wäre okay, ne? Chrono. Muss man Rice jetzt finden. Oh, ich will nicht noch mehr rollen, aber wir brauchen den Lümmel langsam, ne? So langsam brauchen wir den Lümmel. Leute, den Tarmcatch wäre sogar sehr, sehr gut. Guck mal, wie viele Trades wir aktiv haben. Aber den müssen wir halt irgendwie mit reinbekommen. Ne? Ansonsten weiß ich auch nicht. Irgendwie müsste der noch mit reinkommen. Ich bin auf Platin. Ich meine, so können wir machen. Da bin ich dick XP, HP auf meinen Units. Obwohl der halt auch geil wäre mit... Ne, Feen brauchen wir drei, dann ist der gar nicht geil. Der kann weg. Ja, ich denke, so ist okay. Ah, guck mal. Der hat einen Rice, der andere hat einen Milio, der andere hat noch einen Rice. Es macht Sinn, dass wir da ein wenig finden. Die sind schon viel weg, die Units. Aber es tut ein bisschen weh, weil wir brauchen wirklich nur noch diese... Eigentlich erstmal die eine Unit. Und dann irgendwie die zweite noch mit drin. Wäre schon nice. Das Gute ist, wir spielen gegen den Geist. Ja, der Freewind, den wir hier bekommen haben, der ist schon ganz nett. Okay, ich werde jetzt schon mal jetzt die Items runternehmen, damit wir noch einen neuen Remover kriegen. Ja, das wäre Level 9, ne? Das Setup hier. Das wäre Level 9 Setup. Rice Milio, Leute. Rice Milio brauchen wir. Aber wie? Wie bekommen wir Rice und Milio? Das hilft.
Auf jeden Fall. Okay, damit haben wir schon mal einen Rice gefunden. Der auch sehr gut reincastet jetzt, ne? Nice. Müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir optimieren. Es kann auf jeden Fall ein Vanguard raus. Der... Galio kann raus, oder? Wenn der rausgeht... kann der rein. Und mir fehlt dann noch der Milio. Ah, Galio ist jetzt schon Frontline, ne? Obwohl, so haben wir mehr HP durch Tarmcash. Oh, okay. Doch Justice bringt mir nicht viel. Okay, Milio fehlt. Tarek kann mit 2, was sehr, sehr gut ist. Das hilft. Leute, wieso hat der so viele Schilde, der Gegner? Er hatte so viele Schilde. Der spielt 7er Vanguard. Bei mir hat das nicht so gut funktioniert. Mit meinem... Ah, ich hatte auch keine 3-Star-Units, ne? Die 3-Star-Units helfen ihm auf jeden Fall. Ha, Milio. Wie sollen wir den jetzt kriegen? Hau. Können wir bis da noch überleben? Die Frage. Ha. Das Ding ist, Milio zu bekommen, wir müssen halt runterrollen, ne? Ich weiß nicht, ob wir Level 9 schaffen. Vielleicht schaffen wir Level 9 und können dann noch Milio rollen. Und hallo Disch. Ist auf jeden Fall eine höhere Chance dann, ne? Wisst ihr, was hier gut gewesen wäre? Ein Guardbreaker. Das was ist. Ja, ein Guardbreaker wäre insane gewesen. Leute, oh, ich mache Zero Damage. So 0,0. Ich habe nichts gesagt, ich gewinne. Ich mache sehr viel Damage, meine ich natürlich. Hab nichts gesagt. Alles gut. Ein Witchcraft-Emblem würde ich fühlen. Oh, oder Shred wäre auch gut, ne? Dann können wir eine neue Bastion spielen. Na, ich nehme den Shred mit. Besser ist es. Ich meine, ich habe hier Shred, aber... Shred ist Shred. Okay. Nora. Ist eine Alternative, können wir machen. Ich habe hier einen Crit-Handschuh, was machen wir damit? Hand of Justice auf wen? Auf Tarmcash? Nora ist okay, hat ein bisschen mehr Heilung für Tarek, ne? Ist ja meine fette Frontline. Oh, ich hoffe so sehr, wir kriegen Milio, ne? Ich hoffe so sehr. Hier kann mal jemand dieses fette Ding aus meiner Backline nehmen, bitte. Das wäre wunderbar. Nein? Schade.
Weil Imagine der Tarik. Wird gleich noch durch Skola geheilt. Das wäre so insane. Das war dumm. Da ist er. Nice. Okay, dann gehen wir so, ne? Stay. Und jetzt haben wir nämlich 6er Skola. Und mit 6 Skola ist es so, dass unsere Attacken auch noch heilen. 10 Mana, 20 AP und die Attacken heilen die Leute. Glaube ich, sehr, sehr gut ist. Ja, das hier war RIP. Okay, drück die Daumen. Ja, ich hoffe, der Tarik ist jetzt healable. Ja, ihr seht, er wird sehr gut reingeheilt, ne? Guck mal, wie der geheilt wird. Das ist super. Die werden auch geheilt, natürlich. Ist das der Geist? Nee. Nice, sehr schön. Leute, das wird wieder super knapp hier. 7, der ist Vanguard. Vanguard, doppelt Vanguard haben wir. Und der hat Portal 8. Ich brauch so dringend einen Guardbreaker, ne? So dringend. Guardbreaker wäre ein Traum. Ich meine, Tarik macht einen guten Job. Habe ich irgendwelche Trades überstackt? Nee, ne? Nee, wir sind okay. Ich meine, Level 10 wäre super geil, aber kriegen wir nicht. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Team. Rise 2 wäre noch gut, aber ich glaube, der hat Rise. Der hat Rise 2. Auch Pyra Skola, ne? Xerath hat Zillion? Nee. Keine Lust. So. Der kann weg. Oh, der Drache hilft mir. Okay, wir brauchen noch ein Tank-Item. I guess das auf ihn rauf, ne? Bramble. Den fetten Drachen mit rein. Ich bin den Drachen so broken. Ich finde den so lustig, diesen Drachen. 3000 AP-Tank. Einfach so reingeschmissen. Das skaliert immer noch mit Attack Power, richtig? Ja. Also ist da doppelt. Ginzo ist gar nicht so bad. Und er kriegt natürlich eine Menge AP, ne? Oder? Nice. Sehr schön. Next to win. Oh, wir sind immer noch nicht Top 4. Doch, wir sind Top 4. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Top 4 ist drin. Okay, damit bin ich schon sehr happy. Das wird ein harter Fight. Ich muss irgendwie dieses Eldritch Beast. Permanent 300 HP. Wäre meine Frontline, ne? Irgendwie dieses Eldritch Beast, das springt ja, glaube ich, in die Mitte rein. Genau wie die Dings. Oh nein, ich dödel. Nein. Ich habe den daneben gestellt. Jetzt hat er seine AP verloren. Ich habe den aus Versehen einen Meter zu weit links gehabt. Oh no. Ich glaube sogar, es wäre winnable gewesen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre winnable gewesen. 100 pro. Hätten wir das nicht gemacht, wäre sowas von winnable. Oh nein, Leute. Das hier war der größte Fehler. Schau mal. Der hat wie viel HP verloren? 2000 HP hat er verloren. Ich bin gegen den hier. Portal 8. Leute, Leute, das war der dümmste Fehler der Welt. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie noch auf Rise 2 komme. Aber ich muss das Gold aufheben für den Combat Charm.
Wenn wir nochmal eine Runde weiterkommen, brauchen wir den Combat Charm dafür. Weil Combat Charms sind schon, vor allem in dem Late Game, finde ich sehr, sehr broken. Schade. Aber ist okay, nehmen wir mit. Der war ein weggeteamt. Ah, hätte ich diese eine Runde, diesen einen Fehler nicht gemacht mit diesem Positioning. Aber Top 3. Nehmen wir mit. GG's. Also Skola 6 ist sehr, sehr cool. Gefällt mir.